So, guten Tag, liebe Kollegen. Begrüße Sie, begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg. Die Trainer haben Platz genommen. Der Gast hat wie immer das erste Wort. Thorsten Lieberknecht, Ihre Analyse bitte. Ja, hallo zusammen. Erstmal Glückwunsch an den Halleschen FC und Sieg an deine Mannschaft, dass ihr das Spiel gewonnen habt. Letztendlich, wenn du so auftrittst, wie wir es gezeigt haben heute, kann ich meiner Mannschaft wirklich 0,0 Vorwurf machen. In der Art und Weise, wie wir hier aufgetreten sind, mit der dezimierten Personalsituation. Wir mussten sehr viel improvisieren heute und dafür muss ich sagen, haben die Jungs das sehr gut gemacht. Ich weiß sogar, dass wir noch besser Fußball spielen auch können, besser die Räume letztendlich halt auch bespielen können. Das hat mir in der zweiten Halbzeit dann in der einen oder anderen Situation nicht gefallen, dass wir besser hätten das Spiel verlagern können und müssen, um einfach die hohen Wingbacks da von Halle nach vorne zu ziehen, um dann in die Tiefe zu kommen. Torchancen waren da, die Effizienz, die wir in den letzten Wochen gezeigt hatten, die war heute leider nicht da und dann kommt so ein Treffer, wenn man Fußball spielt und weiß, wenn die Kugel so den Fuß verlässt, dann hat man schon das Gefühl, so, das war jetzt der Lucky Punch und ja, der tut jetzt im ersten Moment weh. Ich wäre enttäuscht darüber, wenn meine Mannschaft jetzt zu sehr hadern würde mit diesem Spiel, mit dieser Niederlage. Und enttäuscht darüber, wenn sie sich nicht aufraffen würde, dann das, was wir heute hier haben liegen lassen, im nächsten Heimspiel gegen die Bayern Amateure, sich wieder, denke ich, verdientermaßen dann auch zurückzuholen. Also von daher hoffe ich, dass wir den einen oder anderen wieder zurückbekommen. Vincent Gembalis, der heute mit Arne Sieger in der Innenverteidigung gespielt hat, beide haben das sensationell gut gemacht, hat auch vorm Spiel über einen grippalen Infekt auch geklagt, hat zwei, drei Tabletten eingenommen, um da überhaupt fähig zu sein. Von daher gibt es nicht den Vorwurf, 0,0 Vorwurf an meine Truppe, sondern eher der Stolz überwiegt heute, wie wir uns präsentiert haben. Und ja, letztendlich das, was wir in den letzten Wochen eben hatten, diese Effizienz, die Torchancenverwertung, die ist uns heute abhanden gekommen. Und dann verlierst du so ein Spiel und letztendlich dann, ja, fährst du so nach Hause. Aber nochmal, die Enttäuschung wäre da, wenn meine Truppe ja, zu sehr hadern würde mit diesem Ergebnis und ja, und die Köpfe nur nach unten gehen würden. Und das zu lange. Ich gehe davon aus, dass wenn wir in Duisburg ankommen, dass die Jungs dann heiß genug sind, das wieder wegzumachen und im nächsten Spiel dann wieder zu versuchen, den Dreier zu holen. Thorsten, für dich erstmal alles Gute für die nächsten Spiele und nochmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, vielen Dank, Thorsten Lieberknecht. Ich übergebe das Wort an Thorsten Ziegner. Dankeschön. Danke, Thorsten, für die Glückwünsche. Ja, für uns war es das erwartet schwieriges Spiel. Ja, wir wussten schon, Duisburg mit zuletzt 5 Siegen in Folge, mit einer brutal guten fußballerischen Klasse, dass wir extrem viel investieren müssen, um eben wenig Räume zu geben, um wenig zuzulassen. Ich finde, dass wir das über die gesamten 90 Minuten zufriedenstellend gemacht haben. Ja, wir wussten schon, dass wir einen herausragenden Tag brauchen, beziehungsweise Duisburg nicht seinen besten Tag haben darf, wenn wir gar nichts zulassen wollen. Ja, so ist Duisburg auch zu der einen oder anderen großen Möglichkeit gekommen, wo wir Glück hatten in zwei Situationen, wo ich mich erinnern kann. Und einmal, wo Eisele sehr gut hält im 1-gegen-1 defensiv. Und diese Defensivleistung ist auch der Aufhänger, den ich den Jungs mitgebe, dass es wieder sehr, sehr gut war. Ja, dass wir gut gegen den Ball gearbeitet haben, dass wir uns gegenseitig geholfen haben, dass das wieder sehr homogen war, dass es mit viel Aufwand verbunden war und dass das Engagement und der Wille, die Gier, dort Zweikämpfe zu führen, immer die ganze Zeit da war. Ja. Und das hilft dann sicherlich auch ein Stück weit, um Duisburg, auch wenn sie es gut gemacht haben in meinen Augen, dann zumindest nicht so zur Entfaltung kommen zu lassen, wie sie es vielleicht gewohnt sind und auch können. Und das, was für uns bleibt, ist neben der Freude über diesen glücklichen Sieg, das muss ich auch ganz deutlich sagen, ist, dass ich mir in der Offensive ein bisschen mehr Mut gewünscht hätte. Ja, wir haben eher so unsere Gedanken, so war es zumindest der Eindruck von draußen, unsere Gedanken gingen eher dahin, dass hinten nichts anbrennt. Und so haben wir zu wenig Jungs in die gegnerische Hälfte gebracht, um eben Duisburg vielleicht das ein oder andere Mal auch an gegnerischen 16er zu fesseln.
Wenn wir es mal getan haben, ist es auch gleich so geworden, dass wir zumindest Situationen vor dem gegnerischen Tor hatten, ohne dass man da dreimal hochspringen musste, weil die Torchance kläglich vergeben wurde. Aber zumindest waren wir da mal in den Situationen. Das hätte ich mir einfach häufiger gewünscht. Schlussendlich, nochmal, sind wir glücklich über den Sieg. Ja, wir wussten, dass es total schwer ist und Duisburg steht nicht umsonst an der Position, an der sie stehen. Ja, da werden extrem viele Mannschaften noch Punkte einfach liegen lassen. Und wir genießen das für den Moment, wissen natürlich aber auch, dass es heute eher glücklich als verdient war. Vielen Dank. Ja, danke, Thorsten Siegner. Gibt nun wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Trainer. Und der Herr Karpe macht den Anfang, wie ich sehe. Ja, hätte ich. Das Unentschieden unterschrieben. Und dann beobachtet man so einen Treffer schon mal bei so einem Spiel dabei gewesen, selbst vielleicht sogar früher so ein Tor geschossen oder sowas. Wie sah das aus von draußen? Es ist ja schon eine Weile her, als ich gespielt habe. Ich habe bestimmt 10 solche Tore geschossen. Oh! Gibt es da Aufzeichnungen von? Können wir die kriegen? Ich weiß nicht, ob es damals schon Aufzeichnungen gab. Nein, Spaß beiseite. Logisch. Also Thorsten hat es gerade schon treffend gesagt. Also wenn man selbst mal Fußball gespielt hat, weiß man, wenn man sich diese Szene anguckt, als der Terence an den Ball dranhaut, dass das vermutlich ein Traumtor werden wird. Ja, und genauso ist es auch gewesen. Das geht natürlich dann alles rasend schnell. Und wer mich beobachtet hat, hat es womöglich auch an meiner Reaktion gesehen, dass ich mich weniger gefreut habe, sondern eher erschrocken habe. Aber inzwischen ist das echt in Freude gewichen. Warum hat Terence Boyd wieder nicht von Beginn an gespielt eigentlich? Ja, zum einen, weil Pascal Sohm und Jonas Niedfeld das im vorigen Spiel mit sehr viel Aufwand sehr ordentlich gemacht haben. Die haben dort ein sehr mannschaftsdienliches Spiel gemacht und genau aus dem Grund gab es keinen plausiblen Grund, einen der beiden Jungs zu sagen, ihr sitzt auf der Bank, weil ihr habt es gut gemacht. Das müsste dann den Jungs erstmal einer erklären. Und der zweite Fakt ist, dass das so richtig gar keine Rolle für uns spielt, ja, wie die Jungs heißen. Ja, es spielt schon eine Rolle, weil es sind ja alle so ein Stück weit anders. Aber es spielt keine Rolle, weil bei uns die Prämisse an der Tagesordnung steht, dass kein Spieler wichtiger ist als die gesamte Mannschaft. Und deswegen nimmt Terence Boyd diese Situation, wie sie jetzt ist, und zeigt die richtige Antwort, wenn er reinkommt. Und das ist ja auch schwer in Ordnung. Wenn man noch mal, wir gehen mal noch eine Personalie, der Antonios Papadopoulos, der hat das ziemlich cool gemacht gegen Stoppelkamp und Co. Da. Also ich muss mal sagen, wenn er offensiv noch ein paar Pässe, oder wie haben Sie ihn gesehen? Ja, auch gut. Also er hat ja nicht permanent gegen Stoppelkamp gespielt, aufgrund dessen, dass die Duisburger Offensive dort sehr variabel ist und die Position auch öfters tauschen, aber er hat das auf der Position sehr, sehr gut gemacht. Man hat bei ihm aktuell auch das Gefühl, dass er sich noch gar nicht so viele Gedanken darüber macht, was passiert, wenn er mal einen Fehler macht, sondern er macht einfach sein Ding, lebt das und beeindruckt damit natürlich auch die Gegner mit seiner Wucht, mit seiner Zweikampfschärfe und Zweikampfhärte. Und was ich bemerkenswert finde, und das finde ich auch gut, ist, dass er immer so an diesem schmalen Grad von gesunder Härte und Foulspiel arbeitet, aber genau das braucht es dort, um eben den Gegner zu demonstrieren, dass unser Tor möglichst wenig belagert werden sollte. Der letzte Heimsieg war, glaube ich, Ende August, am letzten Augusttag gegen Groß Asbach. Wie groß ist die Erleichterung, dass das wieder mal geklappt hat, zumal ja noch 2 Heimspiele kommen? Das könnte ja noch so eine Initialzündung vielleicht sein. Es wäre cool, wenn das so wäre. Ja, und dass der letzte Heimspielsieg irgendwann spät im August war, so wie Sie es gesagt haben, liegt daran, dass zwischendurch ein paar Länderspielpausen waren. Gut, nächste Frage. Dirk Retzhaff, NRZ Duisburg. Thorsten, gestern war ja klar, Lukas Böder erkrankt. Du musstest irgendwas Ungewöhnliches machen. Du hast dich dann für Sicker und Schepanik auf der Außenbahn entschieden. Was gab den Ausschlag für diese Entscheidung? Oder was sprach dafür, dass Sicker Innenverteidigung spielt, hatte er erstmal als E-Jugendlicher. Ne? Ja gut, wir waren ja damit konfrontiert in der Trainingswoche, dass Bödi dann ausgefallen ist, dass er nicht trainieren konnte und dann hat man nochmal versucht, eben über Blutwerte zu bestimmen zu können, reicht es oder nicht, aber da gab es kein grünes Licht seitens der Ärzte. Und wir haben dann die 2 Trainingseinheiten Donnerstag, Freitag genutzt, um dann eine Alternative zu finden.
Und es war jetzt auch nicht mehr so viel da an Jungs, die das spielen konnten. Also von daher habe ich mich dann jetzt, was den Bauch angeht, für Arne, der in Kiel ab und an mal auch im Training dann auf die Innenverteidigung mal trainiert hatte und im Training mir den Eindruck verschaffen hat, dass er dort das auch spielerisch gut lösen kann. Aber ich glaube, er war auch präsent im Zweikampf, im Verbund mit Vincent. Und für Cheppi war jetzt ausschlaggebend, halt, dass er dann derjenige ist mit seinen beiden Toren, die er jetzt geschossen hat nach seiner Einwechslung, dass er es einfach verdient hat. Und da wissen wir auch, dass er das bei Rot-Weiß Essen ja auch gespielt hat. Und deswegen war das jetzt der Punkt, die beiden für die Innenverteidiger- und Außenverteidigerposition aufzustellen. Kommen wir im Hinblick aufs nächste Spiel 2 zurück. Also Lukas Böder liegt ja wahrscheinlich in der Natur der Sache, dass er irgendwann wieder zu Kräften kommt. Wie sieht es bei Martin und Per aus? Wann rechnest du mit einer Rückkehr ins Training? Vielleicht können wir am Sonntagmorgen vor dem Spiel nochmal kurz drüber sprechen, dann kann ich das sagen, wer da ist. Ich weiß mittlerweile, ich hoffe, dass sie zurückkommen. Aber es gibt immer halt auch erstmal die medizinische Abteilung. Wir wollen nichts riskieren auf der einen Seite. Aber am besten Sonntagmorgen, spätestens um 11 Uhr, kurz vor der Mannschaftsaufstellung, kann ich jetzt sagen, wer dabei ist oder nicht. Da ist er mal hin. Ja. Das Mikrofon bitte. Ich habe zwei Fragen. Zunächst an den Gast, Herr Lieberknecht. Sie haben ja vor diesem Spiel den HFC mächtig gelobt, also regelrecht über den grünen Klee gelobt, konnte man immer nachlesen, ihn sogar zum Aufstiegsfavoriten hochstilisiert. Wie sehen Sie das nach dem Spiel? Ja, ich habe keinen über den grünen Klee gelobt, sondern ich habe Fakten genannt. Fakten eben, dass hier eine Truppe unter Thorsten Ziegner und der Herrn Heeskamp eben in den letzten Jahren hier aufgebaut worden ist mit der Kontinuität, dass man das Gefühl hat, man ist auch, man lässt danach eben dieses große Ziel eben vor Augen zu haben und das zu realisieren. Und wenn man eben so wie wir als Trainer im Detail jede Mannschaft dann analysiert, sie sieht, dann hat man ein gewisses Gefühl dafür. Ich habe sie gesehen ganz am Anfang der Saison in Düsseldorf gegen Uerdingen und das war ein Hammer, wie sie gespielt haben. Also von daher war das für mich ganz klar und das ist jetzt nicht einfach nur dahergesagt, sondern das meine ich wirklich ernst. Ist es ganz klar so, dass der Hallische FC mit Sicherheit eine ganz, ganz große Chance hat, eben auch diesen Traum zu verwirklichen, wie viele eben halt auch in dieser Liga diesen Traum haben. 8, 10 Mannschaften haben den, manche stehen besser da, als die, die es vielleicht gedacht haben, wo sie gerne wären. Aber da ist Qualität drin und Ziege ist ein guter Trainer und hat ja auch ein paar ehemalige Jungs von mir drin, also die haben Erfolg in sich drin. Das war jetzt Spaß, ne? Das war jetzt Spaß. Jetzt. Eins, aber das war jetzt wirklich, das war einfach nur Spaß. Vielen Dank, Herr Lieberknecht. Thorsten Ziegner, eine Frage noch. Der HFC hat jetzt gegen Duisburg gewonnen, in Ingolstadt gewonnen, in Haching gewonnen, in Braunschweig unentschieden. Kann der HFC im Gegensatz zum Vorjahr nun auch Top-Teams? Ja, ich glaube, dass unsere Bilanz gegen die derzeitigen Spitzenmannschaften, also die in der Liga weit vorne stehen, tatsächlich außergewöhnlich gut ist in dieser Hinserie. Dafür haben wir gegen unten ganz schön was liegen gelassen. Ja, und oder gegen die Mannschaften, die aktuell unten stehen. Diese Liga ist ja so verrückt, da sind welche, die sind jetzt 13, die sind 3 Wochen auf einmal auf dem 3. Platz. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Ich finde, dass wir die Balance finden sollen. Ja, wir sind froh, dass wir zumindest mehr Punkte jetzt holen konnten. Ich finde auch, dass wir bis auf das heutige Spiel verdient diese Punktzahl geholt haben gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel. Heute haben wir es uns mal mit ein bisschen Glück verdient. Ja, wir hatten ein paar Spiele in dieser Saison dabei, wo ich an der gleichen Stelle wie Thorsten Lieberknecht saß und gesagt habe, ich hoffe, die Mannschaft nimmt das nicht zu sehr mit, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben. Und ich musste trotzdem meinem Gegenüber gratulieren. Ja, und für uns gilt es eben jetzt, dort eine Balance reinzukriegen, dass wir jedes Spiel genauso werten, wie es eben sein muss in der 3. Liga. Dass wir sagen, es ist egal, welcher Tabellenplatz. Ja, es wird immer eine große Herausforderung sein, am Ende mit 3 Punkten nach Hause zu gehen. Und ich glaube, viele Mannschaften in der Liga haben eben den Anspruch, am Wochenende aufs Spielfeld zu gehen, zu sagen, wir gehen aufs Spielfeld, um 3 Punkte zu holen. Und dann klappt es einmal besser und einmal weniger gut. Gut, vielen Dank. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann beende ich die längste Saisonpressekonferenz. Wünsche allen angenehmes Restwochenende, den Gästen aus
Duisburg, mein Gott, einschlafen. Eine gute Heimreise, bis zum nächsten Mal, Wiedersehen.